Hallo und wieder herzlich willkommen hier zu einem neuen The Platinum Let's Play und naja, neu nicht, mit The Forest. Und ja, jetzt kam ja ewig nichts mehr hiervon raus und eigentlich wollte ich auch weiterspielen, aber nach dem letzten Update hat sich das Spiel gedacht, lass doch mal nicht mehr laden. Und die Map hat sich auch gechanged dadurch. Ich weiß nicht, ob man jetzt an einer ganz anderen Position ist oder ob man jetzt einfach nur in einer anderen Position ist in dem Spiel oder was das auch immer ist. Fuck, ich brauche was zu footen. Ey, Stock! Bist du? Geil. Beste. Naja, aber auf jeden Fall. Die Ladezeiten, die waren einfach unglaublich lang. Das war so krass. Ich habe dann erstmal in der Zwischenzeit den Traffic Simulator aufgenommen. Ich habe gedacht, das passt hier, das gleicht sich ungefähr so aus. Aber das Spiel war scheiße. Ja, hallo Leute, hier. Willkommen hier zum neuen The Platinum Let's Play, ne? Und zwar heute hier mit dem Traffic Simulator, ne? Da fangen wir auch direkt mal an. Die neue Version von 2014 und das sieht doch schon mal richtig Hammer aus. Bock. Ich mich auch immer an, wenn ich kann man hier ein bisschen Mucke anmachen. Oh Gott, nee, danke. Nein, nein, ich bin raus. Danke, nein, nein, fickt euch. Und als das Laden dann fertig war, das habe ich mehrmals versucht, hatte ich nur so ein cooles Bild vom Spiel irgendwo mitten in der Walachei und schwarze Balken, die crazy in der Gegend rumgesprungen sind. Und das Spiel hat sich aufgehangen. War eigentlich ziemlich interessant. Aber dafür gibt es auch wichtige neue Sachen. Yay. Und zwar hier. Oh Gott, meine Hand! Und zwar den Schrittzähler. Ja. Jetzt denkt man sich, the fuck? Schrittzähler? Voll unwichtig, aber nein, guckt euch das mal an, ey. Der macht jeden Schritt. Macht der hier mit. Und das ist, cool. Das ist cool. Man. Ja, aber eigentlich, was ich eigentlich machen wollte, ich hab nochmal durch meine alten Videos durchgeguckt und hab gesehen, ich wollte ja mal ein Boot bauen. Ich glaube Part 5, ja, Part 5 glaube ich war's. Und das habe ich ja immer noch nicht gemacht und ich denke, heute ist der Tag, an dem dieser Part hier einem Boot gewidmet ist. Ja. So einen super See gefunden, schon mal eine kleine Hütte. Verpiss dich! Ne? Das haben sie auch geändert. Wo sind die Vögel nie weggeflogen? Stirb! Stirb, ey, ist hier Boxengasse oder was? Boah, Fehler! Fick dich. Naja, who cares? Boot. Ich brauche ein Boot. Wo war das Boot? Da. Hausboot! Es gibt ein Hausboot. Es gibt ein Hausboot. Ah, ich würde jetzt gern so ein Hausboot! Hä? Hausboot. Ich kann das nicht bauen? Was ist das denn für eine. Warum ist das denn da drin, wenn ich das nicht bauen kann? Hier kann ich draufdrücken. Natürlich. Natürlich nicht. Schade. Ich will unbedingt mal wissen, was man mit so einem Boot machen kann. Und ich werde hier wohl das auch mal wissen. Kann man damit durch die Gegend schippern oder geht da drunter wie ein Stein? Ne? Nee? Nee. Ja,
Weil es so scheiße dunkel ist. Ich sehe nicht mal meine Axt vor Augen. Ja. Ziehen durch mal hier rum überlegen, ob ich den Dingens, ja, ist den Tree Simulator machen soll. Ich meine, Forest und Baumsimulator, die sind ziemlich ähnlich. Ja, was geht hier mit der Tree Simulator auf der Platinum Disc? Und da bei so einem geilen Titel, da kann man ja was erwarten. Es ist wie The Forest. Ungefähr so. Immerhin ist mal ein Baum. Kann sich umgucken. Da ist Gras, ganz viel und Bäume. Und das wäre viel cooler, wenn das so ein Dubstep-Remix jetzt wäre. Aber ich glaube. Das ist der andere. Wo ist denn dein Kumpel hin? Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, das ist irgendwie der falsche Platz, um zu stehen. Ich meine nur so. Das muss man mal geben, ey. Ja, hier, neu gebaut. Kopf vom Stiel! Ja, jetzt verpisst du dich, ne, wenn ich näher komme. Aber wenn das Feuer unter deinem Arsch brennt. Arschloch, ey. Arschloch. Fick dich, 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 fick dich. Du sollst dich ficken gehen, habe ich gesagt. Du und deine Sippschaft. Überlebe ich die erste Begegnung mit denen eigentlich nie. Das ist voll unfair. Ja, muss man ihm mal geben, die Scheiße da. So, was Elefanten, Mensch. Ey. Oh Mann, ey. So fail, die beiden da. So, wollen wir erstmal was zu futen, ey, sonst stirbt man hier, glaube ich. Aber ich, davor habe ich Angst, jedenfalls. Ich hoffe, es stirbt nicht. Das wird scheiße. So scheiße. Da! Collision! Hä? Kaninchen. Schon mal anfangen. Jetzt haben wir jetzt schon mal was zu essen, ne? Feines. Hä? Who the fuck cares? Oh man, das muss ich mal geben, guck euch das mal an. Da, kein Futter mehr, keine Energie mehr. Nein, da war noch ein. Scheiße. Die Maus wieder losgelassen. Viel öfter. Oh. Die. Die. Fuck ey, ich bin so scheiße im Werfen. Oh Mann, was rennt denn? The fuck? Was denn da?
Naja, Full Energy. Oh, Scheiße! Ich benutze jetzt einfach das Boot. Boot. Oh Gott, wie funktioniert das? Auf der Insel? Nein, ich hab das Boot kaputt gemacht. Oh Gott, was läuft hier? Was geht denn hier falsch? Oh Scheiße, man konnte nicht mehr hoch. Ich glaube, da sollte ich echt nicht hinstellen. Whee! So nutzlos wie das Boot bei Minecraft. So verfickt nutzlos wie das Boot bei Minecraft. Fick dich, Boot! Oh, das ist doch scheiße. Jetzt brenne ich auch noch. Was soll man denn da machen? Fick dich. Ja, verpiss dich lieber mal. Muss mal eine Runde speichern. Habe ich irgendwas zu guten dabei? Ah, natürlich nicht. Nur ein Wichs hier. Ja, mein Forest ist abgeschmiert. Geil. So will ich das sehen. So will ich das sehen. So nicht anders. Und der frickin' Frick, wieso ist das Ding plötzlich anders? War da nicht vorher noch ein Kopf? Naja, kann man das anzünden? Jupp. So, who cares? Fick dich hoch. Entschuldigung, das war jetzt witzig irgendwie. Cool, das Bein ist das Bein der Vernichtung. Ich kann aber nichts anderes kaputt machen. Ich will dich auch runterkicken. Das ist das geilste Bein der Welt. Ich kann mit Vögel töten. Die! Die, fuck, da ist noch einer. Oder zwei. Nee, du bekommst ja nicht. Tritt dir ins Gesicht. Au! Und das ist wohl das Ende. Das ist unser Ende. Leute, es war schön, euch gekannt zu haben. Schneide ich gerade immer Anfang 2? Naja, who cares? Auf jeden Fall, in 10 Tagen ist die nächste Version draußen und ja, wenn sich da schwer wie gravierende Änderungen gegeben haben, dann mache ich noch ein neues Let's Play. Bis dann sage ich ciao. Und ich habe noch ein paar Indie-Games, die ich noch zocken wollte. Die ganz nice aussehen. Ein paar Horror-Dinger. Vielleicht mal wirklich was richtig Horrormäßiges. Sonst bedanke ich bis dahin. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Und schaut wieder rein bei The Platinum Let's Play. Ciao.